So, deine Deckung war scheiße, Freund. Deine Deckung war scheiße. Mann, ist das so komisch mit dem Ding zu steuern, mit dem Ding zu zielen, wenn er da direkt vor einem steht. Ah, der war schon tot, den hat unser Kumpel hier erledigt. Das ist auch mal selten, dass der auch mal einen Kill macht. Aber gut, das zu sehen. So. Das wird mutig. Das gibt mir schon mal Mut für die nächsten Missionen. Wenn meine Freunde auch Kills machen können. Headshot. So. Diesmal habe ich mal nicht nice gesagt. Ja, das Wasser ist extrem tief. Wahnsinn. Ich halte die Augen offen. Kein Problem. Kein Thema. Wow! Kommen die da mit dem Bus angefahren? Ist das der Mannschaftsbus oder was? Vorne war einer. Mehrere. Da ist eine Granate. Aber keine Granate kann uns einen Headshot verwehren. Ja, aber es ist doch ein Hurricane. Ich glaube, das merkt man, das sieht man daran, dass hier überall Wasser ist, Kollege. Hier kommt noch ein Schiff reingefahren, ey. So, den auch, komm. Ah, fuck, da kommt noch einer. Ja, mit seinem scheiß Techlight. Granate. Fress die Granate, Kollege. Ja, irgendwie ist die Granate ganz woanders hochgegangen, wie ich sie so hingeworfen habe. Komisch. Schon wieder einer. Da ist ja noch einer. Das ist ja der Wahnsinn hier mit den Leuten. Wow, schnell weg, schnell weg. Ja, der Kollege hat sich ja immer gut versteckt hier. Das Schiff da fährt immer weiter. So. Ich gehe mal davon aus, dass wir in diese Richtung müssen. Ja, von da kommen auch wieder die Feinde. Ah. Ah, sehr schön. So, jetzt noch den Kerl schnell aufs Korn nehmen und dann weg hier. Boah. Oberdeck 12. Also hier. Alter Scheiße, da sind so viele. So, unser Kumpel ist aber sehr mutig. Der rennt da weit vor. Und das ohne Deckung. Der hat gar keine Deckung. Ah, doch, hat er. Super, aber wir nicht. Das ist die einzige Deckung, die da rumsteht. Oh, der ist schon mitgekommen. Ich dachte, der wird immer noch da hinten stehen. Gut, dass wir den ausgeschaltet haben. Der ist uns gefährlich nahe gekommen mit seiner Shotgun. Das gibt's ja... Oh, sogar mit dem Headshot erledigt. Aber der hat ja mal lang überlebt, dafür, dass der da runtergesprungen ist und ich den von Anfang an aus dem Visier hatte. Hatte ganz schön Glück. So. Sieh mal einer an. Da ist noch einer. Der steht aber nur drum rum. Und dafür wurde er jetzt bestraft. Ja, so ist das Leben. Wenn man irgendwo drumherum steht, wird man immer dafür ermordet. Okay, das ist natürlich Bullshit, aber für diesen Mann war es gerade so. Headshot, nice. What the fuck? Der hat sich gerade selbst gekillt, beziehungsweise sich selbst in die Luft gesprengt. Also auf was auch immer der da geschossen hat. Na, verdammte Scheiße. So, den haben wir. Und den auch. Wo kommst du denn her mit deiner fucking Shotgun? Da oben sind noch mehr. Ich schmeiß einfach eine Granate oben hin zur Begrüßung. So. Okay, und weiter geht's. Wow, 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 wow. What the fuck? Alter, kommen die hier schon wieder vom Raketenwerfer? Boah, da sind die, Alter. Ich zieh die ganze Zeit in die Luft, ey. Und die sind hier unten. Scheiße. Was war denn das jetzt? Ah, oh, fuck. Mann, ey. Naja. Dann machen wir das Ganze nochmal. Aber eigentlich eine coole Mission. Macht auf jeden Fall Spaß, hier ein bisschen zusammen mit dem Kerl da durch die versunkene Stadt hier zu laufen und alles wegzuballern. Was nicht bei drei auf zu hohen Häusern ist. Da oben kommen sie. Den habe ich leider nicht mehr erwischt. Ah, okay, gut, dann laufen wir weiter. Und machen sie gleich da hinten platt. Und diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger. Und schau auch mal auf den Boden. Und nicht nur... Wieder der Shotgun-Typ und nicht nur auf die Oberdecks. Ah, lass mich weg, lass mich weg!
Du hast vielleicht unendlich Leben, das mag ja sein, aber ich nicht, mein Freund. Da oben ist einer. Ah. Sind sie da am Oberdeck und unten? Moment. So, dann rechts, glaube ich, noch einer ganz da oben. Nee, aber hier unten. Komm nur raus. Zack, Headshot. Nice. So, den hätten wir erledigt. Ah, ganz da hinten ist mal wieder einer. Der aber immer dafür bestraft wird, dass er nur drumherum steht. Der ist jetzt auch tot. Ganz da hinten laufen super viele Leute rum, aber die erwische ich so leider nicht. Ich gesell mich hier mal zu unserem Kumpel, zu unserem Kollegen. So, der ist tot, aber da kommen mit Sicherheit noch mehr. Ja, genau, da ist noch einer. Ich messe auch direkt mal einen Pokéball hoch, vielleicht fange ich was. Dann explodiert die Granate denn mal. Ja, da ist er mal abgehauen vor der Granate. Das war sein Tod. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt bin ich gerade am Nachladen. Ah, sehr gut. Das hat noch gerade so funktioniert. Ich lade schnell nochmal nach. Und jetzt geht's vorwärts. Das war eine enge Sache. Und ich verschanze mich einfach mal hinter diesem Auto hier. Und ich gehe jetzt da oben auf diesen Raketenwerfer. Spast. Der ist mir nicht geheuer, der Kerl. Jetzt kommt er runter. Und jetzt ist er tot. Sehr gut. Den hätten wir schon mal ausgeschaltet. Der hatte eine RPG dabei. So, fein. Aber wenn ich mich recht erinnere, sind doch jetzt hier Leute gekommen, genau. Ah, und diesmal haben wir das Ganze überlebt. Auch wenn ich es nicht optimal gelöst habe, aber wir haben es überlebt. Dank meines souveränen Skills. Auf dem PC, ich hatte das Spiel wahrscheinlich schon durch, aber fällt da einfach mal eine Palme um. Und ein Mensch fällt hier gleich um. Gegen wen kämpfen wir hier eigentlich genau? Von der Granate habe ich mal ab. Was für eine Organisation ist das denn genau? Wir nehmen die Treppe. Alles klar, ich komme dir nach. Ich folge dir. Was ich auch positiv finde, zumindest bisher bei Medal of Honor Warfighter, die Missionen sind nicht so lang wie beim ersten Teil. Beim ersten Teil fand ich die Missionen zu lang. Und dann wurde es mit der Zeit langweilig bei... Also bisher geht's bei Warfighter. Diese Mission hier ist ja bisher die längste. Aber auch ziemlich cool und von daher ist das überhaupt kein Problem. Bei Medal of Honor hat das mich genervt. Also bei Teil 1... What the fuck? Oh, scheiße! Meine Fresse, ey. Das war knapp, meine Damen und Herren. Puh! Jo, alles klar. Okay. Gut, dann komm mal mit, Modder. Schmodder können wir ihn auch nennen. Hallo. Ach, der wartet scheinbar ein bisschen, bis wir ganz oben sind. Hier kann man wieder vorstoßen, wenn ich das richtig sehe. Ja, sehr schön. Das können wir dann gleich wieder machen. Wieso P? Bleib an der Tür, P. Ah, doch kein Vorstoß. Er macht sie einfach nur auf. Regen des Schreckens. Achievement. Ah, P ist einfach nur Preacher. Wir sehen jetzt den Tunnelpunkt der Geiseln. Zweites Deck, Südseite des Kapitols. Verstanden, Bruder. Was siehst du? Ein halbes Dutzend Geiseln. Männer und Frauen. Drei Wachen. Warte. Wer ist das? Ich sehe ihn nicht richtig. Oh, Scheiße. Khalifa. General Barrera, wir haben hier ein hochrangiges Ziel. Das ist Marwan al-Khalifa. Unser Mann ist in Position. Warten Sie ab. General, unsere Männer haben das Ziel im Visier. Erwarten Schießbefehl. Sie warten, Mada. Tiger 12, gehen Sie noch in Position. Der Sheikh. Alhamdulillah. Laqad ana al-awan. Ja'at lahzatuna. قل لي أيّة لحظة تلك؟
سبب وجودنا جميعا هنا نضرب الصقر أحمق أحمق أنت سبب وجودي هنا أنت وعزك سبب قدومي إلى هذه المنطقة الندمة من العالم يا شيخ لقد رقبنا كل شيء لقد احتجزنا راهن عيدا شفت هات أنا جايز ولا شخص نيجاتيف بقى أي خيوص Ist das der Kerl General, unbekannte Person ist Warten nicht identifiziert. Tiger 12, haben Sie das Ziel? Sei Scheiße, er ist weg. Mother, rot, rot. Muss Ziel neu erfassen. Rot, bleib an Khalifa dran. Warte auf das Go. Rot. Tiger 12, schieß ins Ziel. Tiger 12, schießen Sie. Scheiße, die werden nervös, Mother. Dein Auftritt, Mann. General, er bitte identifizieren. Schießen Sie, los! Khalifa getroffen, Khalifa am Boden. Negativ, ich weiß nicht. Tiger 12 hat geschossen. Tiger 12, ist das Ziel tot? Keine Ahnung. Udo, Lagebericht. Keine Spur von Geiseln oder HFZ. Reacher, wir gehen rein. Udo, du gehst zu den Schlauchbooten. Die werden wir brauchen. Die Zuganschläge. Basilan, sie hängen zusammen. PETN. Er war da. Wer? Khalifa. Hat vor meinen Augen den Märtyrer gespielt. Hat 35 Leute mit in den Tod genommen. Und es gab Angriffe auf anderen Bahnhöfen. Der Funk ist voll davon. Ich komme nicht zurück. Ich bin raus. 12 der 35 waren Kinder. Wir haben eine Person in Basilan identifiziert. Saad al-Din. Alias Ibrahim al-Najdi. Und es wird noch schlimmer werden. Tom, ist alles okay? Ja, uns geht's gut. Was wird schlimmer werden? Es betrifft uns nicht. Du musst damit aufhören. Was immer da vor sich geht, es betrifft dich und uns. Du musst mich einbeziehen. Ein klein wenig. Und jetzt spielen wir Preacher. Und scheinbar in der Gegenwart. Nee, doch nicht. Okay. Diesmal stand keine 4 Wochen oder so davor, aber wir spielen immer noch Preacher. 4 Wochen vor diesem Zeitpunkt, den wir gerade gesehen haben. Und wir müssen bzw. wollen die Geiseln retten. Sehr schön, diesmal haben wir hier extrem viele Mitstreiter, das ist super, das gefällt mir. So, das war der erste. Ja, so ein Arcog-Visier oder wie auch immer das hier gerade für ein Visier ist, das sind nicht so meine. Ich habe lieber so ein Rotkorn-Visier. Der klappt ja noch ganz gut. Ah, komm. Der hat das überlebt, der eben hier rechts. Aber jetzt habe ich ihn. So. Wo schießen die da? Ah, ich habe ihn sogar noch erwischt. Zwar nicht per Headshot, schade, aber der Kerl, das zeige ich dir, gesegnet. Der sieht jetzt die Radieschen von unten. So. Gib mir mal Munition, Spasti. Vielen Dank. Basti. So. Oberdeck. What the fuck? Scheiße. Da war oben ist ein Sniper. Oh, sogar noch ein Headshot. Wow. Alter, scheiße. Da war mit der Verstärkung. Aber wir können uns nicht auf den Heli konzentrieren. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier selbst überleben. Packt die mit ihren scheiß Raketenwerfer, diese verdammten. So, dafür kriegt er jetzt aber. Ich hab unsere Leute gekillt. Jetzt killen wir euch. Ihr könnt euch auf was gefasst machen. Granate weg hier. Wieder mal hoch. Ich muss wieder in Deckung. Ja, einen haben wir noch mitgenommen. Oh, und wieder in Deckung.